Ja, wir hatten eine Anfrage zum Thema Klimaschutz. Es bezog sich auf die energetische Gebäudesanierung, weil das ja für Kommunen ein ganz wichtiger Punkt ist, hier beim Klimaschutz was zu erreichen und auch noch Energie zu sparen. Wir haben gemeinsam 2008 bereits Beschlüsse dazu gefasst, die überhaupt nicht umgesetzt werden. Wir haben auch heute trotz Anfrage eigentlich keine Informationen bekommen. Wir wissen, dass im Dezember 2011 immerhin wohl ein Auftrag erteilt worden ist, so ein Kataster zu erstellen, was wir aber eigentlich schon 2008 ja gefordert und beschlossen hatten. Die Stadt Düsseldorf ist also hier sehr, sehr langsam, was die Umsetzung energetischer Standards angeht in öffentlichen Gebäuden. Dazu kommt, dass die EU ja plant, eine Richtlinie einzuführen, die eine Quote von 3% pro Jahr Sanierung festlegt. Und da muss sich die Stadt wirklich noch bewegen, wenn sie das erreichen will. Aber es ist für den Klimaschutz unglaublich wichtig, wenn wir alle eine klimaneutrale Stadt erreichen wollen im Jahr 2050, ist das ein absolut notwendiger Schritt, den wir tun müssen.